Es ist 18 Uhr, 2. November 99. Berlin, altes Stadthaus, Bärensaal. 50 Projektideen, ausgewählt aus insgesamt 444, stellen sich der ersten Stufe des InnoRegio-Wettbewerbs für die neuen Bundesländer. Initiiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Mit einer klaren Botschaft: In den Regionen soll etwas Nachhaltiges entstehen. Dies ist kein Subventionsprogramm, sondern es ist ein Programm, mit dem wir Leute zusammenbringen wollen, aber mit denen wir auch die Idee, die Entwicklung eines Produktes, einer Dienstleistung, eines Verfahrens fördern wollen und auf den Weg bringen wollen, weil es letztendlich darum geht, dass Unternehmen entstehen, die selber lebensfähig sind. Bei 25 Projekten sagte die Jury Ja zu der Idee, darunter Music and Valley aus Markneukirchen im Vogtland, Biohightech aus der Region um Potsdam und Refina rings um die Magdeburger Börde. Diese drei Projekte wollen wir Filmemacher 8 Monate lang begleiten, aus freien Stücken. Begleiten auf dem Weg, wie macht man aus einer Idee ein Netzwerk von Partnern in der jeweiligen Region. Und das sind sie, die drei Visionen. Blick auf den Musikwinkel Deutschlands rund um Markneukirchen im Vogtland. Seit 300 Jahren werden hier alle, buchstäblich alle Orchesterinstrumente der Welt gebaut. Das wieder weltweit bekannt zu machen und mit neuen Dienstleistungen wie Medizin, Tourismus und Kommunikation zu verbinden, das ist die Vision von Music and Valley. Und das sind die Köpfe: der Initiator, die Kommunikationsexpertin, der Innungsmeister, der Instrumentenbauer, der Musikinstrumentenforscher, die Chefärztin für Rehabilitation, der Musiktherapeut, der Bürgermeister. Sie alle wollen aus ihrer Region ein Music and Valley machen, einen Wallfahrtsort für Könner und Kenner und Genießer der Musik. Unser erster Weg führt uns im Frühjahr nach Markneukirchen. Der Musikinstrumentenbau gab hier vielen Generationen Lohn und Brot und Reichtum. 11 Goldmark-Millionäre gab es hier um die Jahrhundertwende und ein amerikanisches Konsulat. 80% des Weltmarktes wurden damals beherrscht, heute höchstens 2%. Aus dem Musikwinkel ein Music and Valley zu machen, das ist die Vision. Unsere Region möchte so wie Silicon Valley in USA und weltweit bekannt ist als die Region, wo die IT-Technologie angesiedelt ist und das auch weltweit bekannt ist. Genauso möchten wir, dass unsere Region hier in Verbindung mit der Musikinstrumentenherstellungstechnologie, nenne ich es mal, weltweit bekannt wird, dass dadurch Händler, Musiker hierher gezogen werden und dass wir dann im zweiten Schritt einen Nutzen für alle ansässigen Branchen haben. Blick in die Geigenbauwerkstatt von Eckhard Seidel. Dieses Holz ist über 100 Jahre alt. Jede Generation kauft es für die nächste. Ein ungeschriebenes Gesetz, um die berühmten Stradivaris, Amados und Guarneris von Meisterhand nachbauen zu können. Die Goldmedaille der Pariser Weltausstellung von 1889 und das wohl berühmteste Mundharmonika-Lied der Welt. Gespielt, darauf kann man wetten, auf einer Seidel-Mundharmonika. Nach der Wende schien es, als ob das Lied vom Tod auch hier gespielt werden müsste. Aber der Betrieb wurde reprivatisiert und es geht weiter mit Erfolg. In dieser Werkstatt bauten bisher 4 Handwerksgenerationen Gitarren. Und was für welche? Von der klassischen Konzert- und Solistengitarre bis hin zur historischen Barock- und Renaissance-Laute. Und jeder Kniff wird von Generation zu Generation weitervererbt. Wie zwischen Vater und Sohn der Meisterfamilie Dietrich. Akkordeons aus Klingenthal, 10 Kilometer von Markneukirchen entfernt. Hergestellt werden die berühmten Weltmeistermodelle. Auch hier brach nach der Wende der internationale Absatzmarkt zusammen. Der Erfinder der deutschlandweiten Musikschule Fröhlich stieg ein und es ging und geht weiter. Meister Vogt in seiner Werkstatt. Sie sehen, er beherrscht sein Handwerk von der Pike auf. Hier werden Metallblasinstrumente gebaut, Posaunen, Hörner, Trompeten und jüngst auch wieder Schalmeien. Und sie sehen viele junge Gesellen und Lehrlinge.
Darauf also baut Musicon Valley auf. Es ist der 5. April 2000. Workshop in der Musikhalle Markneukirchen. Schauen Sie hin, der Saal ist knackend voll. Hier sollen heute neue Musikprojekte vorgestellt werden. Los geht's. Musik als Therapiemittel für Kurpatienten. Ein Projekt von Medizinern aus Bad Elster und Bad Brambach. Und in der Vogtlandklinik Präventivtherapien für Berufsmusiker. Im Tourismus sollen kursächsische Festspiele entstehen und in gläsernen Instrumentenbauerwerkstätten sollen sich Produzenten und Kunden näher kommen. Eine Akademie will die Arbeitsgruppe Bildung ins Leben rufen für internationale wie nationale Künstlerkurse. Und die Firmen der Region sollen vernetzt werden, gewissermaßen zu einer lernenden Region. Neue Klangmaterialien offeriert die Arbeitsgruppe Forschung. Im Institut für Musikinstrumentenbau in Zwota werden sie getestet. So will man der Konkurrenz ein Schnippchen schlagen. 200 neue Arbeitsplätze allein durch Kooperation mit einer Musikschulkette und via Satellit werden weltweit Musikschüler am Computer ausgebildet. Hier die erfolgreiche Premiere. Und eine multimediale Datenbank über den Musikwinkel soll entstehen. Und dann wird über die insgesamt 21 vorgestellten Projekte abgestimmt. Die Teilnehmer konnten die Projekte ankreuzen, die ihrer Meinung nach für die Region am besten sind. Die Auszählung hat Folgendes ergeben. Das Projekt mit der erste Test für die Projekte ist also erfolgreich gelaufen. Insgesamt 103 Ja-Stimmen. Der Innoregio-Gedanke ist hier einfach klasse, dass man den Leuten die Freiheit lässt, selber das Projekt zu entwickeln, selber zu sagen, da habe ich Probleme, dahin gehen meine Interessen, sich die Partner dazu zu suchen. Natürlich, wir haben auch was oder haben wir was dafür getan, dass sich die Partner gefunden haben. Aber am Abschluss haben wir was, was die Firmen wollen, wo sie Nutzen haben und dann ist auch das Geld, die Fördergelder, dann sind sie sinnvoll angelegt und dann ist die Akzeptanz da, um das auch ordnungsgemäß durchzuführen. Hätten Sie gewusst, dass die Vogtländer so kreativ sind? Ja. Applaus